liebe Kinder, mein Name ist Julia Alberti und ich bin Bildhauerin. Wir werden heute Besuch aus dem Weltraum bekommen. Hier in diesem UFO sitzt unser kleiner Besucher. Und das ist super einfach zu basteln. Ihr braucht einen Eierkarton. Ein Kleber. Wasserfarbe. Ein Stift. Eine Schere. Und Papier. Wenn ihr keine Schere benutzen dürft, könnt ihr das Papier auch reißen. Zuallererst teilt ihr den Eierkarton. Ich habe das schon mal vorbereitet. Dann habt ihr zwei Hälften. Aus diesen Teilen wird unser Besucher. Und aus diesem Teil wird unser UFO. Nehmt die Hälfte und bemalt sie mit den Farben, die ihr mögt. Wenn ihr euer UFO angemalt habt, könnt ihr es noch mit Papier verzieren. Entweder mit der Schere ein paar Muster ausschneiden oder, wenn du keine Schere benutzt, einfach ein paar Streifen reißen. So. Und all diese Sachen kannst du da dran kleben. Unten oder nach oben, so wie hier. Ich zeige es euch nochmal. Dann haben wir also schon mal unser UFO. So, und jetzt bauen wir unseren Besucher. Das ist hier aus der Spitze vom Eierkarton. Die kannst du ganz, ganz einfach hier rausreißen. So, da ist sie schon. Ja, und was fehlt ihm jetzt? Da kannst du dir überlegen, was es denn werden soll. Ich habe hier zum Beispiel weißes Papier und daraus mache ich ihm schon mal einen Mund. Vielleicht darfst du ja auch mit der Schere schneiden. So. Dann male ich ihm da noch ein paar Zähne drauf. Kleber. Ups. Und da grinst er dich schon an. Mein anderer Freund hier, der hat ja ganz viele Augen. Die habe ich auch ausgeschnitten und die werden auch da dran geklebt. Da noch. Das kannst du natürlich machen, wie du möchtest. Du hast bestimmt noch ganz tolle andere Ideen, was man da alles dran kleben kann oder wie man ihn auch anmalen kann. Gut, die beiden, die setzen sich jetzt erstmal in ihr UFO und machen eine kleine Reise. So. Ja. Und die fliegen jetzt erstmal hier aus dem Bild. Du kannst natürlich aus diesen Spitzen hier von dem Eierkarton deine eigenen Figuren basteln. Ja, ich denke, dass du da einige gute Ideen haben wirst. Noch ein kleiner Tipp von mir. Tiere sind auch ganz, ganz einfach damit zu basteln. Hier ein Fuchs. Der hat hier oben aus Papier zwei Öhrchen. Und ansonsten ist er mit Wasserfarbe angemalt. Also einfach zwei Ohren ausschneiden oder ausreißen. Überlegen, wo sie hin sollen. Dran kleben.
So, da hat er schon mal Öhrchen. Ja, und dann kannst du den Eierkarton noch mit Wasserfarbe anmalen. Lass es ein kleines bisschen trocknen und danach kommt, wenn du einen Fuchs machen möchtest, noch die schwarze Schnauze. So. Und natürlich, was fehlt, dass er dich angucken kann, die Augen. So, da ist er schon. Dann sind die jetzt auch zu zweit. Ich verabschiede mich und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was du alles aus diesen Kartons zaubern kannst. So, die verabschieden sich alle von dir. Also, tschüss!